Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Defender 2. So, heute sollte eigentlich ein anderes Video kommen. Mit dem Thema Ragen, beziehungsweise warum dieses Spiel. Was diesem Spiel noch fehlt und warum dieses Spiel teilweise echt scheiße ist. Aber stattdessen ist ein höchst aktuelles Video, ja, und zwar zum gegebenen Anlass. Und zwar. Moment, erst baue ich hier meine Dingezimmer. Und zwar habe ich, wurde mir vorgeschlagen für, weil das, was ich gar nicht wusste, weil ich bin jetzt nicht so der Steam-Spezi, ja, und kenne mich damit jedem Scheiß aus. Viele von euch wollen natürlich gerne mal mit mir spielen oder mir helfen. Und habe ich gesagt, nee, geht nicht, weil ich keine Leute auf die Freundesliste lasse. Keine Leute, die ich nicht kenne, auf die Freundesliste lasse. Und da wurde mir vorgeschlagen, eine Steam-Gruppe zu machen. Und das habe ich prompt getan, Freunde. Der Link zur Steam-Gruppe ist unten im Profil oder ihr in der Beschreibung. Oder ihr sucht ganz einfach nach Chigos Defenders. Und dann werdet ihr das Bildchen finden, was ich hier gestern bei Twitter gepostet habe. Und das ist die Gruppe. Und da können wir dann zusammen ein bisschen zocken. Das wäre ganz schön. Und das ist dann ganz gut, weil dann seht ihr nämlich morgen, ja, im Video, warum ich es ganz gut finde. Weil da habe ich echt, also gestern war ein Tag des Grauens hier in diesem Spiel, ja. Das war ein nicht so schöner Tag. Wie gesagt, morgen erfahrt ihr warum. Und ja, Steam-Gruppe ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, auch für alle, auch nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die auch Probleme haben. Oder die gerade jetzt angefangen haben und vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen oder einfach gerne zusammenspielen würden. Ne? Einfach eine freundliche Gruppe des gemeinsamen Spielens, bitte. Ja. Und da können wir mal gucken, dass wir da irgendwie ein Event machen oder so. Oder zwischendurch, ich schreibe mal rein, wann ich gerade Zeit zum Farmen habe. Und dann können wir das gemeinsam tun. So. Ein neues Setup ist übrigens näher am Spawner, weil das nämlich erstmal viel schneller geht und meine Viecher so stark sind alleine, dass das alles kein Problem ist. Übrigens, ich spiele jetzt momentan nur noch alleine, weil wegen Gründe, die ihr morgen im Video erklärt bekommt. Das sind ganz simple Gründe, einfach die Community hier ist teilweise einfach nur scheiße. Punkt aus Ende. Das ist der einfache Grund. So, kurz gucken. Schwipp. Bisschen weit. Natürlich habe ich noch nichts ordentliches gedroppt bekommen. Wäre ja auch viel zu einfach. Ach ja, ich habe übrigens ein paar Shards gesammelt. Mal wieder. Oh, habe ich nicht. Ich habe die gestern aufgemacht. Okay, ich habe eine Menge Shards aufgemacht und nichts rausbekommen. Das ist so traurig. Gut, Aufbau sieht vor, dass wir hier noch eine ganze Menge von denen hinbacken. Das ist nämlich der Trick. Alle schön mega slowen, mega lange. Auf dem Schaden von dem Ding halten. Das macht nämlich, ist nämlich die Quintessenz. Quintessenz dieses Wirts. Flip. Perfekt. Deswegen zwei Ramps, das reichen vollkommen aus. Davon wird auch nur ein einziger geupgradet. Abgegradet wird hier der Ramster und die Dinger und halt die Fluggeräte, die Anti-Fluggeräte. Und das ist ein einfacher, schöner, schneller Bild, der wunderbar funktioniert, das sage ich euch. Vor allem müssen die halt so nah am Spawner gebaut werden, damit die gegen die fucking Werfer ankommen, weil es ist nämlich super nervig, wenn die immer irgendwo feststacken und dann auf deine Türme schießen können, ohne dass du dich wehren kannst. Sehr unangenehm. So. Deswegen bleiben hier auch einige Pünktchen übrig, obwohl nicht unbedingt. Okay, jetzt muss ich glatt mal sogar mitzählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann nehmen wir hier 8. Ach, das waren... Ich habe noch 110. Okay, sorry. Okay, dann ist alles gut. So, mein Squire... Quatsch, mein Monk macht inzwischen echt viel, viel Schaden. So, habe ich die schon geupgradet? Ja, einmal hier. Und einmal hier. Oh, das war der falsche, aber gut. Oh! So freudig in den Abgrund springen wollte ich es eigentlich nicht. Das war so nicht geplant. Nun gut. So. Also, das ist eigentlich schon fast so ein kleines, wenn es nicht um Bosse geht, ein kleines AFK-Bild, weil man hier eigentlich nichts machen muss. Seht ihr selbst, wie schnell die da vorne
an der Front sterben, das ist eigentlich alles gar kein Thema. Und die kommen nicht mal weit. Es ist wunderschön anzusehen. Es ist so wunderschön. Kam da schon direkt Bomber geflogen? Wollen die mich verarschen? Ich bin früh, find's nicht. So, okay. Ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft so beibehalten kann, weil das Slow-Gerät und die ganz guten, der gute Schaden von den Nodes kann man ja immer, also gegen jede Art von Chaos-Tier eigentlich nutzen. Und die machen sowieso keinen Projectile-Schaden. Wäre ja eigentlich optimal, ne? Für so ein dauerhaftes Build, weil die wollen es ja natürlich ändern, dass man auch andere Sachen nutzt, aber wir gucken mal. Wir werden es erfahren, wir werden es erfahren. So, Dele. Als allererstes mal den hier upgraden. Hm. Na? Schwupp. Schwupp. Achso, ich kann schon weitermachen währenddessen, weil es ist eigentlich. Wen will ich von euch beeilen? Nehmen wir den. Man hatte hier inzwischen eigentlich nichts mehr zu tun, deswegen kann man während der Runden auch upgraden, hat man was zu tun. Momentan ist es wirklich nur noch Hard Grinding, meine Freunde. So. Durch eingreifen, wenn die Bosse kommen. Okay, dich habe ich hier. Du kommst auf 2. El Bossos. Kein Thema. Natürlich nicht. Ja. Oh, da liegt noch ein Grüner. Schön, schön, schön. Ich hoffe, dass bald mal der Map-Pool gewechselt wird, weil das langsam echt öde wird. Aber ich hoffe trotzdem, dass es noch halbwegs gute Maps dann gibt im Chaos 1. Ah, und im Chaos 4, nee, Chaos 3 bessere Maps, weil die Maps sind echt so scheiße. Das ist ganz schrecklich, ganz schrecklich. Ach ja, und teilweise sind die Maps auch fies verbuggt hier. Das ist nicht so cool. Zum Beispiel Forest Crossroads ist mega verbuggt. Da ist nämlich auf der einen Seite, also wenn man auf der Karte guckt, unten links die Seite, da ist sogar so ein Grasvorsprung. Und da können sich manchmal Monster draufbacken und vor allem Bosse und einfach an der Verteidigung vorbeispazieren. Das ist extrem uncool. Deswegen, da sollte eigentlich dringend was gemacht werden, dass die Maps entbuggt werden. Und die eine hier, irgend so ein Schloss-Dings, dieses Plateau in der Mitte, da dieser Burgturm oder wie das heißt, der ist auch verbuggt. Da fliegen Kobolde irgendwie ungehindert auf deinen Chor und zerstören den instant in der ersten oder zweiten Runde, ohne dass du es dagegen tun kannst. Warum auch immer. Oder ist es irgendwie, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall kann man die Map nicht spielen momentan. Das ist schon nervig, muss ich schon mal sagen. Lass das! Ich will ja keine Musik. Nein, so. Mach mal die Musik aus, wenn ich idle, weil dann kann ich nämlich andere Musik hören. Ah, besser, besser, besser. Oh. Siege Roller. Ich habe eine neue Waffe gegen Siege Roller. Die ist wunderbar. Also, eine neue Art, mich dort gegen zu wehren. Sie ist wunderbar. Ich werde es gleich sehen. Denn meine 2, meine Harmoniewelle oder wie das Ding heißt, weiß ich gar nicht, das kommt nochmal raus, Mensch. Macht mega Schaden an dem Ding. Das ist voll krass. Also von daher, Siege Roller sind jetzt nie wieder ein Problem. Ich hatte mit dem Everslot arge Probleme dagegen. Hat immer sehr lange gedauert.
Aber das war super easy und super schnell. Also von daher haben wir den jetzt unter Kontrolle. Ganz easy. Wie wär's? Hab ich dich auf 3? Yeah. Okay, machen wir erstmal die auf Max. Und dich auf Max. Und dann go. Haben wir hier irgendwas, was schon angeklappert wurde? An Wellen? Nicht wirklich. Vielleicht mal Kristalle sammeln, die nicht hält. Mana, ist die Mana. Mana, Kristalle. Ja. So. El Skeletor. Mhm. So, dann können wir den gleich auch maxen. Wenn wir noch ein paar Fünfchen kriegen. Ja, einen noch. Danke. Hopp. Geht's dir gut? Ja. Sulele. Den zweiten Ramster, den ich nicht upgrade, lasse ich übrigens für die Winkel, die mein anderer nicht abdecken kann, nur für den Fall, dass immer was daneben geht. Heilung! Weg mit dem Gesöcks! Einmal upgraden, aber nur zur Sicherheit. Obwohl, nächste Runde ist schon wieder finale Runde. Es ist gut, dass es so schon schnell geht. Auch wenn die Map recht groß ist. Ach, da ist mein Roller. Oh, ein Stück hier noch, danke. Hallo! Ah, da. Big Boom? Niemals. Sehr schön. So, einmal hier unten upgraden. Auf Max. Oh ja, warum nicht? So. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ich habe, glaube ich, inzwischen für jeden Charakter fast alle Shards gekriegt. Also ich habe, mein Inventar wird immer voller. Weil ich kriege ja immer unterschiedliche Shards. Nur leider nie die, die ich wirklich brauche. Es ist ganz schlimm, was? Was passiert? Bist du wieder durchgebackt, du Arsch? Da steht wieder Scheiße. Naja, ist auch okay. Ist okay. Ein Ogre und ein Roller. Du auch noch. Tschüss. So. Der Roller braucht immer so ewig, bis er da ist. Das ist schlimm. Nur kommen sie schon, Mister. Und ich erstmal hinten aufräumen. Diese Mistviecher, das meine ich, aber die kann ich jetzt. Das Problem ist, ich kann halt nicht reinschießen. Aber die gehen halt irgendwann kaputt. Das ist das Gute daran. Das ist das einzig Gute daran, dass wenn sie in der Spawning Zone stehen bleiben, sie halt irgendwann despawnen. Weil das halt zum Glück vom Spiel so gewollt ist. Gegen Bugs und Co. Easy, GG und so. Prost, Freunde. Hm. Nicht so stürmisch. Dann guckt man da mal eben rein. Aha.
Das darf weg und das darf sogar bleiben. Oder? Regeneration? Hab ich sowas nicht? Bei irgendwem? Das ist Boots. 3% des Max Health alle 5 Sekunden. Bist du aus 5% auf der. Ah ja, 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 habe ich. Okay, gut, ja, dann habe ich das wahrscheinlich nicht mehr unbedingt auf Lager. Ja, ist sogar ein extra Teil. Oh mein Gott, ich habe jetzt langsam wirklich voll. Ich habe jetzt inzwischen echt fast alles auf, ne? So oft wie es nur geht. Oh mein. Das ist deprimierend, deprimierend. Hier, ich habe nämlich. Hier, es wird immer voller. Die ganzen Heldenschadenspunkte habe ich für den. Für den. Wo ist er denn? Für den. Hier. Ganz schön viele für ihn. Für den. Ja, ist er doch gleich mit Lavamancer, so heißt er. Da, da, da. Also, es ist viel, was ich für ihn hätte. Also, den können wir voll ausmaxen. Aber ich brauche halt. Schatz für diesen fucking Tower. Übrigens habe ich gelogen, ja. Es sind nur 4 Shards, die ich dringend brauche, weil das Power Overwhelming ist nämlich ein Shard für den Abyss Lord. Aber den habe ich bereits. Ich brauche Proton Supercharge, ist für den für die Proton Nodes. Dann brauche ich Deadly Strikes, Free Range, Vampiric Empowerment fürs Leben und Shield Guard für die Welle. Und nichts davon habe ich bis jetzt bekommen. Das ist traurig. Naja, ich würde sagen, joint unsere Steam-Gruppe, wenn ihr helfen und geholfen werden wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!